Hey Leute, ich bin's, Cody, und willkommen zurück zu Stern. Ich habe eben einen Cut gemacht, weil die Katze genervt hat. Muss ich rauswerfen. Und ja. Also fange ich mal an, ist immer noch Nachsynchronisation. Also warum kehren die Drachen zurück? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Und was bedeutet es, ein Drachenmut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Ich Fluch würde ist. sagen, Was ihr in Segen. einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Okay. Dann, warum sind die Schreie in der Drachensprache? Entschuldigt. Los, bell aus. Cody, worauf wartest du? Bell aus. Hört es heute noch was? Hallo? Cody? Ah, okay. Gut so. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Schön, Sprechen. das Schreien auszusprechen gehört, In ne? mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Es gibt nur vier von euch. Fünf. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme Irgendwo da den oben. Weg öffnen Auf kann, dem dann Berg. wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay, und wann kann ich Patronox auf den Anführer sprechen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Okay. Dann sind wir hier durch, oder? Ah ne, warte. Erzählt mir etwas über die Frau Berthe. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgarn mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Toll. Dann, wer war Jürgen Windrufer? Ne, warte, der Cody ist wieder AFK. Später. Hier bin ich wieder. Und ich spreche mal kurz wieder mit dem Typen. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Wir lernen den nur sehr wenigen ist es, aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht. Und ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch Ey, töten. lass Drachen, Schreityp werden. was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Cool. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme Öde? werden, Ödi? wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren.
Ich würde versuchen, den Weg der Stimme zu folgen. Wenn ich jetzt mal aufgehört habe, umzufuchteln. Na, was? Das ist lobenswert. Aber denkt daran, das Drachenblut selbst ist ein Geschenk von Akatosh. Lehnt dieses Geschenk Wie nicht kann ich ab. das denn ablehnen? Euer Schicksal fordert von euch, eure Stimme einzusetzen. Warum sonst hätte Akatosh euch diese Macht verliehen? Denkt immer daran, eure Stimme zu Diensten von Akatosh einzusetzen. Nur dann bleibt Lüdi, ihr nicht ihm in der wieder treu. Aufnahme. Was hört man? Okay, wer war Er war im großen irgendwie Krieg ein Anführer der Alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Okay, dann bist du fertig. Möge der Himmel euch Und leiten. ich will mal schauen, ob ich die Abkürzung nehmen kann. Genau hier. Gut, mal sehen, wie lange ich überlebe. Ich wette ja auf 5 Sekunden. Okay, noch lebe ich, noch lebe ich. Okay, ganz vorsichtig. Wir wollen uns nicht übermütig die Beine brechen. Okay. Sieht bisher gut aus. Sieht gut aus. Da haben wir schon den ersten Schaden bekommen. Ist nicht gut. So, ich bin echt begeistert, wie der Typ hier bei 75 Grad Winkel immer noch so lässig einfach da dran steht. Finde ich richtig lobenswert. Wie cool der da einfach so runterslidet. Ist ja nichts gewesen. Interessiert den voll gar nicht. Da haben wir schon wieder Schaden bekommen. Und ja, er läuft einfach runter, falls er gar nichts. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Okay, unsere Überlebenschancen sind von 5% auf sagenumwobene 6% gestiegen. Tiptop. Also, wo geht der Weg eigentlich hin? Okay, das ist das Lager von den Sturmmäntel, genau. Ah. Eins frage ich mich. Wenn das in der Abkürzung, also wenn der Weg bis ganz nach oben geht, wofür bin ich einmal ganz außen rumgelaufen? Musste gegen die ganzen Viecher kämpfen und sogar sterben? Wenn es ja einfach viel schneller gegangen wäre, ohne Viecher. Oh, was wollten ihr Wölfe? Ah, oh, Schamess hat mich gebissen. Ah ja, stimmt, die Einstellung. Ja, genau. Okay, noch einmal kurz auf Legendär stellen. So kennen wir es ja. Und da sind sie. Okay, wo ist der andere Wolf? Ach da, okay. Gut. Ich glaube, ich werde schon wieder krank. Denn ich muss schon wieder rumhusten, was das Zeug hält. Sieht einfach schön aus, oder? Egal. Wir können uns echt den ganzen Tag. Welche Quest haben wir eigentlich ausgerüstet? Genau. Okay, wir haben keine andere Quest. Wir sollten schon die Quest folgen. Und da hinten. Ernsthaft. Und wir kommen. Sollen wir da hinreisen oder sollen wir hinreisen? Ich würde sagen, ja. Ja, machen eine Schnellreise zum Schwindlernest und laufen dann da dahin, genau. Statt dass wir jetzt im Weißlauf die Kutsche nehmen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon abschalten. Ich werde heute nicht mehr ankommen. Also, zumindest nicht in diesem Part, denn der geht nur noch 5 Minuten ungefähr.
Und ja. Ungefähr. Warte, wo schaut der Cody jetzt schon wieder hin? Cody. Augen auf das Ziel. Auf dem Weg. Oh Gott, wo rennt er jetzt schon wieder hin? Hör auf rumzuspringen. Hör auf, am Wasser rumzuklatschen. Das gehört sich nicht. So, auf einer Quest in einem Rollenspiel. Hauptsatz. Ah, okay, danke. Entschuldigt, dass ich schon wieder so leise bin, aber ich bin immer so ein bisschen, ja, fasziniert. Und da hinten leuchtet's. Da hinten leuchtet's. Bus zum Leuchten. Bus zum Leuchten. Oh, noch mehr Leuchten. Das gefällt mir nicht. Sind das wieder wahrscheinlich Irrlichtmütze mit ihren Irrlichtern? Also das einfach nur irgendein Funkeln. Hallo, ich bin Star Cody. Ich komme in Frieden. Oh, ich habe einen Geist. Ja, dann auf damit. Oh, ein Geist enthauptet. Das sieht man auch nicht alle Tage. Okay. Da haben wir so eben meinen Geist enthauptet. Tip-top. Ja. Sorry. Okay. Ja, da gehen wir später hin, aber erstmal wird. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir zum Tiger. Bitte. Geh weg. Nein. Nein. Geh weg. Ich tue dir nichts, wenn du mir nichts tust, okay? Lass mich einfach im Leben, okay? Bitte. Bitte. Danke. Ah, danke, hey. Dich erwähne ich auf jeden Fall in meinem Video. Du bist ein guter, sehr bitterer Tiger. Danke. Okay, und. Ja. Kann ich eigentlich runter, ohne dass ich sterbe? Okay. Ja, ich komme hier runter. Oder hoch, keine Ahnung. Jetzt beißt mich auch noch Fischer. Lass den Mist. Oh, schau mal, wie es da rumsteht. Au, jetzt hat es mich gewesen. Schau mal, wie Fische heutzutage immer alles beißen müssen. Die mutieren hier. Schaut ihn euch genau an. Das da. Na? Was ist er jetzt hin? Hallo? Ach da, okay. Seht ihn euch genau an. Das ist ein Schlachterfisch. Er wird euch beißen. Das sollte er nicht. Alle schmutzige Zähne. Dann könntet ihr ihn nur bitten, da so ein bisschen rumzuknabbern. Reinigt auf jeden Fall sehr gut. Okay, und was haben wir eigentlich hier? Weißt du, warte mal. Okay, der leckt ein bisschen. Das ist schlimm. Okay, und das Katapult kann mir. Wieso ist das eigentlich? Ach, genau, das ist glaube ich von der Quest, oder? Nee, nicht von der Quest, von dem Mod, den ich runtergeladen habe. Und was kämpft? Ah, okay, eine Schlammkobbe. Ich hatte schon wieder Angst, irgendein Mist, die kommt, die ein Servizup hier. So, also das ist von dem Mod, den, ich weiß gerade nicht, da ist und irgendjemanden sagt, habe ich gerade vermisst. Hey! Und noch, was ist eigentlich drin? Ah, so eine Lampe, okay. Und Cody, was machst du da? Achso, ja, nehmt euch dann Schluss für den Part. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ihn liken. Wenn ihr mehr von meinem Mist sehen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Bis später, euer Cody. Ciao. Und ja, ich höre mich noch ein bisschen um. Ciao.